Jeder hat schon mal einen Wundertausch in einem Pokémon-Main-Game gemacht, ne? Man steckt ein Pokémon rein von sich und bekommt ein anderes von einer random Person zurück. Und manchmal bekommt man dadurch sogar ein Shiny-Pokémon zurück, das zu 100% ercheatet ist. Wie wäre es also, wenn ich über 150 von meinen selbst gefangenen Shinies in den Wundertausch stecke? Leah's mind. Natürlich verschicke ich nicht meine seltenen Shinies. Ich verschicke nur die, die ich schon mal habe, also doppelte, und auch nur die, die ich in Go gefangen habe. Denn die, ehrlich gesagt, bedeuten mir einfach nicht so viel. Aber sie sind komplett legitim und auch von mir gefangen, in Go. Ich habe die 150 aufgeteilt auf alle Spiele auf der Switch, die Wundertausch haben. Ich habe 25 in Home selber verschickt, 25 in BDSP, 50 in Schwert und Schild und nochmal 50 in Karmesin und Purpur. Starten wir mit Home ist definitiv die sicherste Variante, dass ihr irgendwie Wundertausch macht, denn dort werden noch die wenigsten gecheateten Mons verschickt. Vor allem könnt ihr in der App einfach 10 Pokémon von euch gleichzeitig auswählen, dann müsst ihr allerdings eine Stunde warten und dann kriegt ihr 10 von anderen Leuten zurück. Man sieht noch nicht mal, von wem man die Pokémon erhalten hat. Also es fühlt sich wirklich so an, als würde man seine 10 in einen Topf stecken und dann greift man in den Topf und greift 10 für sich wieder raus. Leider rein gar nichts Besonderes. Nichts Gecheatetes auch, leider total langweilig. 25 Shinies einfach weg. Aber zumindest habe ich die Hoffnung, dass sich jemand auf der anderen Seite vielleicht gefreut hat. Ich kann Home-Wundertausch definitiv empfehlen, wenn ihr einfach vielleicht noch ein paar Pokédex-Einträge voll machen wollt, vielleicht japanische oder irgendwelche fremdsprachigen zum Breeden haben wollt, denn die Auswahl, die ihr dort bekommt, ist sehr divers. Ihr bekommt die verschiedensten Pokémon in Home geschickt. Nicht so in BDSP, denn da machen wir gleich weiter. Zuerst wollte ich aber euch noch kurz daran erinnern, dass diese Streams, die ihr hier immer seht in meinen YouTube-Videos, die finden tatsächlich live auf twitch.tv/leosmind statt. Da könnt ihr einfach vorbeischauen und mit mir abhängen. Falls ihr da keine Zeit habt oder die Streams einfach verpasst, könnt ihr alle auf Leos Archiv nachschauen auf dem YouTube-Kanal. Da lade ich jeden Stream nochmal hoch. Da könnt ihr ab jetzt einfach den Ablauf anschauen, wie ich 150 Shinies wirklich einfach verschickt habe. Dankeschön fürs Auschecken und wir machen weiter mit Strahlender Diamant und leuchtende Perle haben ein seltsames Wundertauschprinzip. Am Anfang kann man sich einen Punkt aussuchen, an den man seinen Mon schicken kann, hier so auf der Weltkarte. Das bringt aber gefühlt rein gar nichts. Ich glaube, das sind nur schöne Visuals, die technisch gesehen keinen Unterschied machen. Und wusstet ihr, man tauscht gar nicht direkt mit einer anderen Person. Man schickt sein Pokémon in einen Pool, eben auch so einen Topf einfach, der irgendwo in der Cloud rumschwirrt, und bekommt ein anderes aus diesem Pool wieder zurück. Das haben wir schnell bemerkt, denn Zuschauer von mir haben meine Shinies bekommen, aber ich habe nicht deren Pokémon bekommen. Das finde ich sehr schade, dass das kein so ein direkter Austausch ist, aber hey, zumindest weiß ich sicher von 4 Leuten, die meine Shinies bekommen haben. Doch, ich habe das gerade bekommen, ein Shiny Zirpurzel aus Go mit dem Originaltrainer Leos Mind. Ist das dein Ernst? Daran sieht man übrigens auch, dass der Wundertausch von BDSP nicht mehr sehr gut besucht ist. Ich habe sogar 2 von meinen eigenen Shinies wieder zurückbekommen, die habe ich dann aber sofort wieder verschickt. Ich meine, das ist ein Shiny. Natürlich ist das Shiny. Was hat keine andere Sprache? Ist es meins? Ich habe mein Shiny Staravia wieder gekriegt. Meins, es ist meins. Ich habe mein eigenes Staravia wieder gekriegt. Das ist echt in einem Pool einfach und bleibt da sogar ewig drin. Aber daran sieht man, dass Leute entweder, naja, gar nicht merken, dass es Shinies sind und sofort wieder verschicken oder auch so sagen wie ich, oh, ein Pokémon Go Shiny brauche ich nicht. Aber ihr seht hier, ich habe keine besonderen Pokémon bekommen. Im Gegenteil, nur Bidisas, nur Felinos, alles das gleiche, wirklich langweilige Mons. Also BDSP-Wundertausch für mich auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Aber das nächste Game wird bestimmt besser. Schwert und Schild sind dank der Abenteuer-Raids noch gut besucht. Vor allem von Tauschbots. Denn hier ging es los. Die gecheateten Shinies. Shiny Glurak! Shiny Glurak! Giga, Meisterball... Alles Eevee, Ivy, aber auch wahrscheinlich alle Bänder, die man in dem Spiel holen kann. Hätte ihm noch mehr geben können. Pokégems, komm schon. Bisschen mehr anstrengen, bitte. Shiny Knapfel. Das ist ein Shiny Knapfel von PokémonRay.com. Okay. Shiny Dragoran. Ein Shiny Dragoran. Schwert und Schild gönnt.
von Pokegens.com. Ey, wer hätte es gedacht? Vielleicht baue ich mein Karma gerade aber so krass auf, dass ich vielleicht noch ein echtes Shiny kriege. Sogar ein Shiny Caputoro. Ein Caputoro, das habe ich noch nicht. Das ist jetzt das vierte. Also Schwert und Schild ist wirklich übersät mit Fake-Shinies. Dann ein Shiny Stalos. Und was ist das denn? Ein Stalos im Superball auf Level 50. Nicht mal perfekte IVs. Keine Bänder. Level 50 im Superball. Was könnt ihr eigentlich? Also bisher Freemons.net schneidet am schlechtesten ab, oder? Und Nummer 50, das 50. verschickte Mon in Schwert und Schild, war dann noch ein Shiny Flammiau. Oh! Ein Shiny, das ist bestimmt aus Go, oder? War das nicht letztens? Ja, das ist wieder Raythe.com. Also insgesamt 6 Fake-Shinies habe ich bekommen, dafür, dass ich 50 echte Shinies in den Wundertausch geschickt habe. Hier seht ihr alle 50. Also allgemein auch nichts Besonderes dabei gewesen. Wobei hier doch ein Evoli mit Pokerus. Oh! Espeon und Vela haben Virus. Espeon ist geheilt und Vela hat aktiven Virus. Pokerus kann man irgendwie immer gebrauchen. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Aber zumindest schaffte es auch hier ein Zuschauer, ein Shiny Evoli von mir zu bekommen. Die restlichen 49 Shinies, die ich verschickt habe, sind irgendwo im Äther verschwunden und ich habe keine Ahnung, wer sie gekriegt hat. Die restlichen 59 Go-Shinies verschicken wir dann in... Und hier habe ich einiges erwartet. Ich meine, Kapu ist das aktuelle Spiel, da werden die meisten immer noch Wundertausch machen. Komm schon, wo sind die Fake-Shiny-Koraidons und Fake-Shiny-Meloettas? Gebt sie mir, gebt her! Bei den ersten 20 kam nix. Standard-Mons. Dann kam mal ein Shiny Porygon, das ein Upgrade hatte und sich direkt zu Porygon 2 entwickelt hat. Okay, schon mal besser. 2 später kam ein gelbes Shiny Florges. Okay, wir haben Shiny24.com, ein Shiny Florges. Yay. Im Netzball? Warum denn im Netzball? Ah, der ist wenigstens im Simperball. Nummer 31 war dann ein Shiny Igamaro mit Spitznamen Sparkles. Und das erste bisher, das sogar relativ legit aussah. Es hat perfekte IVs. Okay, das ist nicht echt. Aber es ist bisher das erste, was am wenigsten fake aussieht. Und ja, der OT ist ein berühmter Bot auf Twitch. Aber zumindest mal ein Shiny ohne hässlicher URL im Namen. Jemandem in meinem Chat ist sogar aufgefallen, dass in meinem Fake-Shiny-Video vor über einem Jahr ein Shiny Froxy mit dem gleichen Spitznamen vorkam. Und ja, das ist vom gleichen Bot. Dann kam ein Shiny Galar Fleckmon, lustigerweise mit Kingstein, was gar nichts bringt. Oh, ein Senfmon. Wir haben ein Senfmon. Im Simperball. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Kingstein, okay. Das nächste Fake Shiny war ein Azugladis. Hier sogar schön mit Bändern und allem, perfekten IVs und alles trainiert. Es hat diesmal Bände. Ja, wir haben bisher gute Erfahrungen mit Pokevent gemacht. Deswegen, ich muss sagen, Pokevent haut definitiv die besten gecheateten Mons raus. Also hier, nicht vielleicht 10 von 10, aber wegen der URL und sowas, aber vielleicht 8 von 10. Da kriegt man keinen Stalos im Superball. Dann kam noch ein Shiny Quajutsu und direkt danach noch ein Shiny Kamerupt. Und hier ist das letzte, Nummer 59 in Kapu, insgesamt Nummer 159. Was bekam ich für mein Shiny Kleinstein? Ein Klibbe. Das Vorzeige-Kapu-Pokémon, oder? Ein Klibbe. 7 eindeutig ercheatete Shinies habe ich in Kapu bekommen, dafür, dass ich 59 echte Shinies in den Wundertausch geschickt habe. Dafür, dass alle mal sagen, sie kriegen ständig, also bei jedem Tausch, ein Fake Shiny, habe ich irgendwie echt wenige bekommen. Aber selbst in einem so gut besuchten Game wie Karmesin, auch hier konnte ich einen meiner Zuschauer mit einem Shiny Finks beschenken. Sogar mein Mod Happens. Krass, oder? Bei so vielen Leuten, die immer noch Karmesin und Popo spielen, hat sogar einer in meinem Chat auch ein Shiny von mir gekriegt aus dem Wundertausch. Und ich bekam sogar eine ziemlich seltsame Nachricht auf Twitch im Chat.
leider habe ich vergessen, die zu screenshotten, aber sie hat sowas ähnliches gesagt wie, also es war so eine schlechte Google Translate übersetzte Sache und es stand einfach nur da, danke für das Shiny aus Japan. Das heißt, da hat jemand in Japan mein Shiny bekommen, hat die OT gesehen, Leo's Mind, ist auf Twitch gegangen, hat Leo's Mind eingegeben, hat gesehen, dass ich das gerade mache und sich bedankt. Wie cool ist das denn? Das heißt, in Kamisino und Purpur weiß ich von zwei Leuten, von zwei sicheren Leuten, die meine Shinies bekommen haben. So, aber was ist jetzt die Quintessenz daraus? Es war einfach eine Sache, die mir eines Tages gekommen ist, so hey, ich habe diese Go-Shinies, sie bedeuten mir nicht wirklich viel, ich will mal aufräumen in meiner Homebox. Auch Leute, ich verschenke immer mal wieder doppelte Shinies, die ich kriege und keiner will die Go-Shinies. Also warum nicht einfach verschenken im Wundertausch? Die Endstatistik ist, ich habe 159 echte Go-Shinies verschickt und habe 13 Fake-Shinies zurückgekriegt. Leider habe ich in diesem Zuge auch in meinem Stream zumindest und jetzt auch in diesem Video ein bisschen Werbung für diese Bots gemacht, die Fake-Shinies verschicken. Aber Nintendo macht nichts dagegen, Pokémon macht nichts dagegen, ich kann nicht das ganze Video zensieren, den Stream zensieren. Es ist halt einfach so, wenn ihr unbedingt ercheatete Shinies haben wollt, dann macht es. Aber zumindest, wenn ihr sie habt, dann schickt sie nicht weiter. Die sind für euch, behaltet sie, macht damit, was ihr wollt, aber verschickt sie nicht, vermüllt nicht noch mehr den Wundertausch. Aber leider noch viel schlimmer ist der Gedanke, dass ein paar von meinen Shinies, die ich verschickt habe, haben bestimmt auch Bots bekommen. Und Bots, die Pokémon erhalten durch den Wundertausch, weil sie ihre Shinies wegschicken, ich nehme stark an, dass die einfach per Algorithmus, per irgendwas in ihrem System, einfach die sie bekommen, einfach löschen. Deswegen, ich glaube, der Anteil von gelöschten Shinies von mir ist leider wegen diesen dummen Bots relativ hoch. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass zumindest ein paar, ich hoffe wenigstens mehr als die Hälfte, gingen an Leute, die sich gefreut haben. Hey, ein Shiny, oh, es ist aus Go, aber macht nichts. Oh, es ist zumindest das, damit kann ich jetzt das Spiel durchspielen. Vielleicht hat es ein Kind gekriegt und hat damit seinen Spielstand jetzt durchgespielt mit einem Kleinstein. Das wird dann zu Geowatz, das ist Shiny, oh. Vielleicht habe ich ein paar Leuten eine Freude gemacht. Ich würde aber definitiv sagen, wenn ihr Shinies habt, die ihr zu viel habt, steckt sie nicht in den Wundertausch. Wegen diesen ganzen Bots ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, glaube ich, dass die bekommen und dann einfach gelöscht werden. Beziehungsweise, ich glaube, Leute sind eben wegen diesen Bots so von wegen, ach, das ist Shiny, das kann nur Fake sein. Sodass, wenn sie mal ein echtes bekommen, dass sie dann denken, dass sie gar nicht nachgucken, gar keine URL nachgucken oder irgendwas nachforschen und einfach sagen, alles, es kann nur Fake sein, weg damit oder weiterschicken. Aber der Wundertausch ist immer noch super dafür, um einfach Pokémon in Pokédex zu kriegen oder Starter zu kriegen oder irgendwas, was man brüten will, Fremdsprachiges und sowas, um einfach eine hohe Auswahl zu haben. Was in Home super klappt und in Kamisin und Purpur auch super klappt. Ich werde jetzt wirklich einfach alles freilassen, außer die mit Pokerus, die könnten irgendwann hilfreich sein. Aber vor allem, die Fake-Shinies müssen zerstört werden. Wenn ihr welche bekommt, wie gesagt, behaltet sie oder lasst sie frei, schickt sie nicht weiter. Auch wenn ich Witze gemacht habe, von wegen, dass der eine Service schlecht ist und der andere Service besser ist und sowas, das meine ich nicht wirklich ernst. Ich bin natürlich extrem dagegen, dass diese Bots existieren. Das ist einfach so ein Bullshit, der die Shiny-Kultur sowas von zerstört. Ich hoffe, viele Leute haben meine Shinies bekommen. Vielleicht auch ihr hier, jemand, schreibt in die Kommentare, gebt einen Screenshot oder sowas, zeigt es uns. Es wäre super cool und vielleicht habe ich dadurch mein Karma positiv aufgeladen und das Shiny-Luck aufgeladen, denn ich habe immer noch eine krasse Shiny-Hunt, die ich gerade mache. Ich suche immer noch Shiny Entei in Kolosseum. Ich suche immer noch drei Shiny Deoxys, Shiny Giratina und bald im April fange ich jetzt an mit Shiny Manaphy, denn da ist der Egg-Month. Dazu schreibe ich aber noch mehr als einen Beitrag oder auf Discord oder auf Twitter. Also ich hoffe, ich habe ordentlich Shiny Luck angesammelt, denn das brauche ich jetzt im nächsten Monat. Fettes Shoutout an meine Patrons Zorro, Benjamin, JGamer, Robin, Superfilm, Mika, Manic, Majora, Manemon, I Am Shadow, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryan, Hamke, der Fasca, Eva, Del Prani und Henriette. Bald kann ich euch nicht mehr aufzählen, das tut mir leid. Vielen, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.